Willkommen, Schwestern. Willkommen hier. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr eure Zeit genommen habt, um mit uns zu sein. Und auch für alle, die nachher das abhören oder anschauen und uns begegnen, herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns. Ich bin hier nicht allein. Ich bin hier, wie ihr vielleicht schon seht, mit Team, mit Mara, ist die Teamleiterin jetzt schon für das vierte Mal bei uns im Neumonatsprogramm. Und dann ist da Angie, Nicole und Helene. Und auch Agnes ist da, die auch letztes Jahr im Team war. Und mal schauen, wie alle noch da ist. Ich sehe euch jetzt gerade nicht alle. Ja, ich begrüße euch alle und Sabine, die heute da ist, vielleicht auch von Erfahrung erzählt. Ich stelle euch auch gleich mal Jenny vor. Jenny ist, arbeitet mit mir zusammen und wird vielleicht eure E-Mails beantworten, wenn ihr euch anmeldet. Und ja, und so grüße ich alle anderen. Ich sehe auch noch, ob Vanessa da ist, aber noch sehe ich sie nicht. Ich grüße euch, danke, dass ihr da seid. Willkommen bei uns im Kreis. Vielleicht manche für das erste Mal, manche habe ich schon mal gesehen. Willkommen, willkommen. Und wie ihr seht, manche haben ihr ihre Kamera aus. Das ist völlig in Ordnung. Wir werden aufnehmen, mal die Aufnahme ist nur
da stehe ich nur drauf, oder vielleicht später ein vom Team, wenn die sprechen. So könnte Geruch sein, dass ihr nicht auf der Aufzeichnung steht und ihr ganz anonym sein könnt. Und ja, welcome. Welcome hier. Welcome hier im Kreis, welcome in diesem Moment. Welcome, wir werden, ich soll kurz erzählen, ein bisschen von der Ablauf. Wir werden heute als Erste, begrüße ich euch, und dann werden wir eine kleine Ankommen-Meditation machen, eine kleine Übung, was wir immer wieder machen, um bei uns anzukommen. In Awakening Woman ist uns ein ganz großes Anliegen, dass wir das, was wir leben und was wir erfahren, verkörpern und unseren Körper spüren und die Weisheit, unseren Körper kennenlernen. Auch unser Körper ist wie ein Instrument, so sehen wir es. Und vielleicht ist es am Anfang taub oder bist du nicht gewöhnt, da hineinzugehen oder es zu fühlen und wahrzunehmen. Und wir in diesen 9 Monaten und auch in alle anderen Awakening Women Practices und Seminare gehen wir im Körper, um so auch den Körper immer besser wahrzunehmen, um es zu fühlen, um auf sie zu hören, den Körperweisheit. Es ist unglaublich, wenn man da irgendwo mit in Kontakt kommt und aufhört, und viele von euch kennen es vielleicht auch schon, dass plötzlich die Beine gar nicht weg willen, obwohl du vorhast zu gehen, oder plötzlich ganz nervös wird und denkt, was ist hier los, was will mein Körper mich erzählen. Das sind vielleicht so mehr die grobere Wahrnehmungen, wo nichts anderes mehr geht, als nur noch liegen zu bleiben. So kennen wir schon, was das Körper mit uns macht und dass wir unbedingt auf sie hören müssen. Aber so gibt es viele verschiedene Weisen, wo wir unseren Körper hören können, fühlen können, wahrnehmen können, darauf hören können und auch folgen können. Und dann auch durch den Körper in größere Dimensionen, aus dem Körper heraus, in den Körper, und auch mit Namen auch im Kreis, öffnen wir uns vor, können ja unglaubliche Dinge passieren und uns irgendwie in Kontakt kommen mit die unsichtbare Welt oder mit der Dimensionen in uns, weil wir in unser tägliches Leben vielleicht dann vorbeilaufen oder auch tief auf uns hören und zu uns kommen und diese leise Stimme oder verborgene Stimme oder scheue Stimme, all das laden wir ein, als wertvolle Stimmen in uns, die wir Gehör geben. Ja, darüber straks noch viel mehr. Darum ja, lade ich euch ein, um auch Sachen immer. Vielleicht auch kommst du gerade von der Arbeit gerannt oder hast du einen vollen Tag gehabt. Und dann ist es schön, um mal einen Moment zu haben, um bei dir anzukommen, dich vielleicht zurückzulehnen und dich spüren zu können. Und das lade ich euch zu ein. So, wenn ihr soweit seid, dann macht es euch bequem. Wenn du merkst, oh, ich möchte eigentlich am liebsten hinlegen, es war anstrengend heute, dann lege dich hin. Wenn du sitzen möchtest, lade ich dich ein, um deinen Rücken gerade zu sein zu lassen, dein Nacken entspannt, deine Schulter entspannt. Ah, mal schauen, ob du deine Füße am Boden oder im Kleider sitzt oder wie auch immer hast. Und lehne dich auch ruhig ein bisschen zurück. Und vielleicht magst du zum Anfang bringe deine Aufmerksamkeit in deine Wirbelsäule und erlaube dich, die Wirbelsäule zu fühlen und vielleicht ganz sanft um sie herum zu drehen. Als ob du dich als eine Spirale in deine eigene Mitte drehst. Und wenn du liegst, dann lass du dich gibst du dich hin an den Boden unter dir.
Und dann bringe, während du so sanft drehst, deine Aufmerksamkeit nach innen. Und nehme deine Atem wahr. Spüre, wie dein Atem dich berührt. Als ob du mit deinem sanftes Drehen den Atem mit in die Tiefe hineindreht. Ah, wie in Spirale, sowohl horizontal als vertikal. Ah. Und dann lass das Drehen langsam still werden. Den Atem aus und erlaube dich zu entspannen. Mit jedem Atemzug noch ein bisschen mehr zu entspannen. Erlaube deinen Körper so zu bewegen, wie es gerade sich bewegen möchte, um hier anzukommen, wenn es überhaupt bewegen möchte. Vielleicht möchte es ganz still sein. Spüre, was dein Körper gerade braucht, um hier noch ein bisschen mehr anzukommen. Und spüre, wie den Atem dich von innen Raum gibt. Als ob sie mit dem, jeder Einatmung, diese Ausdehnung von innen, dich einladet, in diesen Raum hineinzugehen. Mit jeder Ausatmung lass gehen. Zum Aus, was lass los. Und dann lade ich dich ein, deine Hände zu dein Herz zu bringen. Und den Raum hinter deine Hände zu spüren, den Herzensraum, den Brustraum. Und Raum zu geben mit deinem Atem. Zu spüren in dir. In deinem Herzensraum. Dein Brustraum. Und dann erlaube, eine Hand bleibt auf dem Herz und die andere Hand lass du ganz langsam, so langsam wie du magst und kannst, über den Solarplexus, über deinen Bauch, zu den Schoßraum zu gleiten, den
wir verbinden auf diese Weise oder erinnere uns an die Verbindung zwischen dem Herzensraum und dem Schoßraum. Noch mit dem Atem kannst du beide Räume miteinander verbinden. Und lass den Atem den Beckenboden berühren, den Schoßraum berühren. Und wenn es dir gut tut, kannst du erneut sanft in deine eigene Mitte dich bewegen, damit es noch leichter ist, um dich zu spüren, da so tief in dein eigenen Schoßraum. Und während du so verbunden bist mit deinem Herzensraum und deinem Schoßraum, lade ich dich ein, deinen Atem noch tiefer sinken zu lassen durch deine Beine, Füße und dich einfach vorzustellen, dass du in die Erde, auch wenn du ein paar Stockwerke hoch bist, ob du deinen Atem in die Erde hinein strömen lassen kannst und dich auf diese Weise verbindet mit Mutter Erde unter uns. Und den nächsten Atemzug kannst du aus die Erde hinein, aus die Erde in deine, durch deine Beine, in deinen Schoßraum und so weit im Herzensraum hineinatmen. Und bei der Ausatmung dich weiter entspannen, sanft werden. Und mach das ein paar Mal. Deine eigene Art und Weise. Um so die Verbindung zur Erde, Verwurzelung mit der Erde, den Schoßraum und dein Herz zu spüren. Dann kannst du dich vorstellen, dass du von deinem Herz durch den Kopf, durch den Kraul dich verbindet mit das Universum über dich und rund um dich. Als ob da ein umgekehrter Baum ist und du aus dem Himmel heraus, durch die Wurzeln von der umgekehrten Baum, in dich hineinatmet, in deinen Herzensraum, Schoßraum, bis in die Erde. Und so verwurzelt bist auf alle mögliche Weise. Und dann lade ich dich ein, dich deine Hände zu entspannen und dich zu öffnen, zu empfangen. Zu empfangen durch die Wurzeln, durch deine Haut, durch deinen Rücken. Und eine Freundlichkeit von dir selbst zu empfangen, ein inneres Lächeln, dich mit der Freundlichkeit begegnen, dich durch die Augen der Liebe zu sehen, mit alles, was gerade hier ist, in diesem Moment, muss nichts ändern. Wenn du magst, kannst du dich sogar umarmen. Ah.
Ich bin hier mit alles, was gerade hier ist. Und du kannst sogar deine Arme ein paar Mal abstreifen. Und vielleicht auch den Körper über den Kopf, dein Gesicht, dein Hals, dein Brust, dein Schoßraum, dein Rücken, die Hüfte, die Beine entlang, soweit du entspannt reichen kannst. Den Grenze deines Körpers zu spüren. Dich zu spüren. Die den Körper bewohnt. Die hier auf dieser Erde läuft und lebt. Dann bring nochmals die Hände zu dein Herz. Und spür in dein Herz hinein. In deine Sehnsucht hinein. Was hat dich heute hier gebracht? Wonach sehnst du dich? Und vielleicht tauchen gar nicht gleich Worte auf, aber ein Kribbeln, ein Fühlen oder eine Farbe oder ein Ton oder ein Gefühl. Wonach sehnst du dich? Wonach verlangst du? Was hat dich hier gebracht? Vielleicht auch ist da Neugier. Und tiefer dann das, was ist da? Oder wenn da ein Gebet wäre in dein Herzen, Wünsche, was würde das sein? Was ist das? Was taucht da auf? Und vielleicht taucht jetzt nichts auf, aber heute Nacht im Bett. Magst du die Frage noch mal stellen? Wonach sehne ich mich? Es ist eine kleine Flamme in uns, die uns bewegen lässt, die groß werden kann, sich ausdrücken mag oder auch nicht. Manchmal braucht es auch Geduld, um zu hören, zu lauschen. Wonach sehne ich mich? Du kannst erneut eine Hand über dein Bauch zu deinem Schoßraum gleiten lassen. Verbunden mit dem Schoßraum und vielleicht sogar mit Mutter Erde kannst du nochmal dich fragen, wonach sehne ich mich? Und vielleicht ist das, was du dich nachsehnst, wo wir, viele Frauen von uns, wir alle uns nachsehnen, auch wenn es verschieden ausgedrückt wird. Und spüre erneut deine eigene Mitte. Ruhe dein Gewahrsein in deiner eigenen Mitte. In dein Sein, in dein Wesen, in deine Essenz.
auch wenn es vielleicht nicht so klar ist, was das ist. Du kannst in Aufmerksamkeit ruhen lassen in dir, mit in Freundlichkeit. Und dann vielleicht ein paar tiefe Atemzüge nehmen und ja, wieder sein. Das, ich brauche mal ein paar Atemzüge noch, um hier wieder anzukommen, uns zu spüren. Jetzt würde ich euch gerne etwas erzählen von das Neumonatsprogramm. Und falls du denkst, ja, ich habe schon eine Frage oder das würde ich gerne fragen oder wenn ich was erzähle und denkst, ah, wie ist das dann? Dann lade ich dich ein, die Frage eventuell in den Chat zu schreiben oder für dich aufzuschreiben. Du kannst auch nachher laut stellen. Ich werde erst mal erzählen und das Team wird erzählen und dann am Schluss werden wir Zeit nehmen für all eure Fragen. Das Neumonatsprogramm. Als allererste möchte ich euch erzählen, wo es herkommt. So, das heißt Awakening Woman Neumonatsprogramm. Und das, die Gründerin von Awakening Woman ist Jamily Adar. Und ich verneige mich tief vor ihr. Sie hat so eine fantastische neue Frauenkultur kreiert. Sie war, jetzt gibt es überall Frauenkreise und Frauen. Aber sie war ein von den Ersten. Ich selber war lange Jahre in Indien, habe mit verschiedenen Frauen Lehrerinnen gehabt, aber im Frauenkreis. Ich hatte schon Frauengruppe, Women's Liberation und so weiter. Aber die Archetyp Frauenkreis, das hat Jamily und auch nochmal auf eine besondere Art und Weise ins Leben gerufen. Auch in ihrer Zeit gab es schon Kreise von Frauen, aber meistens war das mit einem Talking Stick, wie man weitergibt, oder mit Reden oder Karten ziehen. Und sie hat da einen Tempelraum kreiert. Und sie ist klein angefangen, vielleicht kennen manche von euch die Geschichte so, und dann wird es immer größer und dann ist sie rausgegangen und hat uns gelernt, wie wir Tempel leiten. Und irgendwo haben wir auch gesagt, oh, Jamily, können wir nicht was lange? Wir kommen nach Hause das Wochenende und es ist wunderschön und dann, boah, dann ist, kann es nicht halten, dann verliere ich es wieder und oh, ich vermisse meine Schwestern. Als ich Jamily kennengelernt habe in 2005, dann habe ich diese Berührung kennengelernt und ich dachte, kann nicht sein, dass ich das kennengelernt habe und jetzt geht sie wieder nach Amerika und wie soll das gehen? Sofort habe ich gesagt, komm Schwestern, die da waren, lass uns zusammentun und uns Berührung geben und zusammen in den Kreis kommen. Und so haben wir dann auch Jamily gesagt, oh, kannst du nicht ein längeres Programm machen, wodurch wir es noch viel mehr vertiefen können und uns verinnerlichen können und in das tägliche Leben integrieren können. Und so hat sie da Gehör angegeben und würde das Neumonatsprogramm hat sie entwickelt. Und das Exklusive daran ist, es ist nur hier in Deutschland. So far, so weit, gab es nur in Deutschland, oftewel im deutschsprachigen Bereich natürlich, mal gab es diese Neumonatsprogramm. Und die erste war ungefähr, glaube ich, in 2011. Wenn ich mir nicht vergebe, in Dresden, bei Dresden in der Nähe und dann in Jonathan. Und ich hatte die Ehre, bei all diesen Neumonatsprogrammen dabei zu sein. Und wir haben es so genossen, dass das Team immer wieder sich gesagt hat, oh,
Und darf ich das nächste Mal wieder assistieren? Und viele vom Team treffe ich immer noch, die damals assistiert. Wir kommen immer wieder zusammen. Und ja, und so das Neunmonatsprogramm hat sich inzwischen so entwickelt, dass es 4 Module hat. Und zwischen die Module, 4 Module, wo wir mit jedem Modul eine andere Göttin einladen. Und ich finde, es ist so, wie wir dieses Mal, wie wir es machen, ist es sehr schön aufeinander aufgebaut. Ich werde später noch ein bisschen mehr davon erzählen. Zwischen den Modulen kommen wir zusammen in Online-Tempo. Aber auch zwischen die Module hast du ein praktisches Fester, wodurch du diese das, was wir in dem ersten Modul, dann im zweiten Modul, was wir gelernt haben, was wir praktiziert haben, weiter praktizieren kann. Du hast eine Unterstützung, du redest immer jede 14 Tage, manche machen sogar jede Woche mit ihrer Praktikschwester. Und reden heißt, die hört dich 20 Minuten zu. Das ist so eine Luxe, die wir Frauen oft so nachsehnen. Jemand, die mich zuhört und gar nicht in der Rede fällt, nicht ihre eigene Story gleich obendrauf das Wort übernimmt. Nein, sie hört mich zu, 20 Minuten. Und in die Module sage ich, okay, das werde ich zu Hause weitermachen. Kleine Praktis und Übungen heißt oft Übung, boah, Übung. Aber wir machen sogar genussvolle Übungen, die man, und es ist trotzdem nicht so einfach, aus eigener Erfahrung spreche ich. Zum Beispiel, ich hatte mal Praxis, ja, ist gut, Agnes, schön, dass du da warst. Ich hatte mal eine Praxis, wo ich nach dem Mittagessen 10 Minuten auf die Couch lege. Wie, ganz spirituell heißt das Shivasana. 10 Minuten liegen. 21 Tage. Es war super, wenn ich es gemacht habe, aber dieser Sprung, das zu machen, so genussvolle Praktizieren, ist sowas von, ist mein Motto und ist sowas von, tut uns so gut, gut für uns sorgen, mit kleinen Übungen. Und dann haben wir die Praktikschwester, die sagt, und wie geht's mit deinen Übungen? Und dann treffen wir uns, das mit der Praktikschwester, wir treffen uns online Tempo. Und wir haben eine Telegram-Gruppe heutzutage. Das gab es damals noch nicht. Aber heutzutage treffen wir uns auch in der Telegram-Gruppe. Und vielleicht auch kann ein von Team auch erzählen, wie das ist. Dann sagt jemand, ui, ich muss heute ein schwieriges Gespräch mit meinem Chef führen. Bitte sei mit mir. Und alle Frauen in das Neumonatsprogramm sagen, wow, ich bete für dich. Oder ich drücke die Daumen. Oder ich stehe hinter dir oder neben dir. Und so ist da 9 Monate lang so eine Unterstützung und auch das läuft noch weiter. Wir haben weiterhin die Telegram-Gruppe und jeder kann immer noch mal sagen, ah, hey Schwester, ich brauche heute mal, ich lege mich heute in die Mitte vom Kreis, ich muss mich erholen oder ich muss mal aushaulen oder ich habe es schwer gerade oder was auch immer. Und dann sind alle Schwestern da und ich berühre dich, ich bin bei dir. So Telegram-Gruppe, Online-Tempo und Praktikschwester. Und dann hast du auch noch eine Mentorin. Und die Mentorin ist in einem Team, sind die Schwestern im Team, die alle schon das Neumonatsprogramm mindestens einmal gemacht haben. Und wir sehen mehr so, die Mentorin sind, die nicht unbedingt dich beraten, aber die auch da sind, um dich zuzuhören. Die sind, wir nennen sie die große Schwester. Sie hat das Programm schon durchgemacht und sie wird da sein, um auch neben dir zu stehen, hinter dir zu stehen. Und du wirst jedes Modul ein Gespräch mit ihr haben oder auch stattdessen dazwischen. Das hängt davon ab, wie es für euch und für die Mentorinnen passt. Und so bist du 9 Monate lang gehalten in diesem Kreis von Schwestern. Und das ist sowas von besonder. In dem täglichen Leben bist du gehalten und ja, kannst du, hast du Gelegenheit, dich zu reflektieren, dich auszuruhen, dich in die Arme zu legen, deine Schwester. Ihr kennt vielleicht schon das Manifesto von Awakening Woman, worin wir sagen, du musst es nicht alleine machen. Ich werde um Unterstützung bitte, wenn ich es brauche.
Und das ist, ich kenne es von mir, also große Kunst. Am Anfang fand ich es so schwierig, um Unterstützung zu bitten. Aber inzwischen habe ich das ein bisschen gelernt, hoffe ich. Und das ist auch eine Gelegenheit, um 9 Monate lang dich Unterstützung zu holen, wenn du es brauchst, um das zu üben. Und jeder hat so seins, wo in ihr Schwäche ist oder üben möchte. Ja, und dann haben wir die Module. Und die Module sind 4 Tage. Wir kommen am Donnerstagabend zusammen und gehen Sonntagmittag wieder. Und in die Module, die erste Modul, praktizieren wir mit Tara. Und Tara ist eigentlich so erstmal die Einladung, um das ganze Spektrum von Weiblichkeit und ihre Qualitäten und ihre auch ihre transformierende Kraft, da laden wir zu ein. Und wir erzählen immer wieder Geschichte oder wel die Mythologie. Und wir sagen dabei immer, und das finde ich so kraftvoll, und sagen, alles, was ich dir jetzt erzähle, ist in dir, hat mit dir zu tun, ist nicht die da draußen in der Geschichte, aber wie finde ich die in mir zurück, in Qualitäten in mir, in vielleicht ja, in all meine Aspekte. Und so sehen wir auch die Göttinnen als Spiegel von uns. Sie vertreten Qualitäten, was haben wir für Beispiele hier im Westen als Frauen in der göttlichen Welt? Was haben wir? Als Original oder mindestens wo ich herkomme und vielleicht auch weil manche von euch herkommen, ist da die Heilige Maria. Und wir haben unsere Mutters als Beispiele und Großmutters, aber ich hatte in meinem Leben nicht viel mehr dann das. Und darum laden wir die Göttinnen ein und in diesem Fall auch hindustanische Göttinnen. Und wir praktizieren heute auch immer mehr mit westlichen Göttinnen. Obwohl wir haben auch Aphrodite, das ist das zweite Wochenende, das ist, wie ihr wahrscheinlich weiß, die griechische Göttin. Und Venus ist die gleiche, das ist italienische. Und aber das erste Modul praktisch Tara ist eine tibetische Göttin. Und sie hat viele Formen und wir praktizieren mit verschiedenen. Sie hat viele Farben verbunden auch mit Elementen. Und wir praktizieren mit ihr. Um uns erstmal in Kontakt zu bringen mit das Weibliche und mit all ihre Qualitäten und die transformierende Kraft. Und mit das Mandala von der Tara werden wir in der ersten Modul praktizieren. Und in das erste Modul ist zusammen mit dem Summer Retreat. So, das ist auch nochmal ganz besonders. Dann kommen wir in Oktober in das zweite Retreat, zweite Modul. Und das Modul ist, praktizieren wir mit Aphrodite. Und da geht es sehr darum, uns alle unsere Aspekte nach Hause zu holen, anzunehmen, zu lieben. Und das ist leichter gesagt als gemacht. Wir werden dann, ich kann euch schon mal verraten, wir werden uns dann selbst heiraten am Samstagabend. Und ihr vom Team, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wie manche bis zum Letzten denken, das weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich glaube, das kann ich nicht. Und das ist ein Prozess in diesem Modul, wo wir Ja zu uns sagen. Und in alle Aufrichtigkeit. Helene hat letztens gesagt, die Übungen von Awakening Woman sind so einfach, aber so kraftvoll. Und das ist so auch in diese Module. Das kann dann vielleicht heftig sein, ich mich annehme, vergesse es. Aber das ist schon das zweite Modul. Ja. Wir haben schon das erste Modul praktiziert, du hast schon ein paar Monate praktiziert und dann kommt das zweite Modul, Aphrodite. Und Aphrodite, wie ihr weißt, ist so die Göttin der Sinnlichkeit und Schönheit und Liebe und aber auch Freiheit. Sie entscheidet, mit wem sie ist und so weiter und so fort. Natürlich auch Sexualität, was ein großes Thema ist für uns alle. Und da
sie ist so einladend, sie ist so verführerisch in uns. Ne? Alle Aspekte sind wir. So, sie kitzelt uns und ladet uns ein, um uns zu umarmen und uns in Liebe zu begegnen und mit uns zu tanzen und uns zu zeigen, auch mit den Teilen, die vielleicht traurig sind oder die nicht so gerne gesehen werden möchten oder. Und dann ist es schon das zweite Mal, dass wir zusammen sein. Und das macht sehr viel aus. Wir werden nicht mit Aphrodite im ersten Modul praktizieren, weil da sind wir noch unbekannt miteinander und es ist vielleicht zu verletzlich und so weiter. Im zweiten Modul ist da dann schon mehr Vertrauen und auch Bereitschaft, um ein bisschen tiefer zu kratzen und uns tiefer zu begegnen. Ins erste Modul geht es eigentlich auch sehr darum, erstmal bei uns anzukommen, zu schmelzen, diese Berührung und all was wir machen, die Kultur von Awakening Woman kennenzulernen und sich darin fallen zu lassen, das zu vertrauen und zu merken, wow, wie gut tut das und. Und vielleicht sind manche von euch auch nicht neu, ihr habt schon was erlebt oder wart schon im Tempel. Das kann ich auch sehr empfehlen, wenn du ganz neu bist, um erst etwas von zu erfahren von Awakening Woman, um dann zu wissen, oh ja, da möchte ich tiefer in praktizieren. Und ja, und dann gehen wir zum dritten, und dann praktizieren wir wieder. Wir hatten einmal durch Corona ganz kurz, hat alles verschoben und da war alles ganz kurz aufeinander. Und dann haben sie die Zeit, dann haben wir gemerkt, boah, die brauchen echt die Zeit, um diese zwischen der einen Modul und der anderen Modul das zu integrieren. Das kann nicht ein Monat sein. Das ist gut, wenn das 2 oder 2,5 Monate sein. Dann kommen wir zusammen. Wir haben uns gelernt, weiterhin gepraktiziert mit unserem Ja zu uns. Und dann kommen wir wieder zusammen und praktizieren mit Durga. Und Durga ist die wahre weibliche Kraft. Durga ist diese strahlende Sonne aus unserem Solarplexus heraus, diese tausende Sonne. Durga ist die authentische Selbst. Na, Durga ist auch die, die in die Welt geht und sagt, hier stehe ich, hier bin ich. Die sagt, so nicht mit mir. Oder die sagt, so möchte ich es haben. Aus der Liebe heraus, die Durga ist klar, wovor sie lebt, wovor sie steht, warum sie da ist. Und das weißt du vielleicht jetzt nicht schon im Wort, das weiß ich alles nicht. Nein, aber das kommt in diesem Modul, werden wir damit praktizieren, damit wir klar werden. Hey, wovor bin ich eigentlich hier? Was möchte ich eigentlich leben? Wovor stehe ich? Und dann kommt in jeder von uns den Durga zu Vorschein und wir gehen wir in die Welt und fallen uns den auf. Wir rücken unsere Krone recht und denken, oh ja, okay, hab's kurz vergessen. Und ich weiß es gar nicht. Ach, in dieser Situation weiß ich nicht, wo mein Durga bleibt. Und so weiter und so fort. Und dann haben wir unsere Tempelschwester, unsere Praktischschwester. Sagen, oh, es ging ganz schief diese Woche. Ich habe gar nicht mich halten können. Oder ich habe mich voll von dem Chef bereden lassen. Oder. Ich erinnere mich an ein Tempelschwester, oder ich sage Tempelschwester, mal eine Neumonatsprogrammschwester, Teilnehmerin, die Lehrerin ist und die Schwierigkeiten hatte auch, die wollte gerne an der Tempeltraining teilnehmen und damals gesagt, ich weiß nicht, das ist Schulzeit. Und dann habe ich ihr gefragt, nach dem Neumonatsprogramm hat sie assistiert und passt das für dich? Dieses Jahr, das Neumonats, der Tempeltraining ist im November, das ist deine Urlaubszeit. Dann sagte sie, ich hole mein Durga jetzt und sag zu dem, meine Fortgesetzte, da muss ich frei haben, weil das ist eine wichtige Fortbildung für mich. Und sie macht inzwischen schon, vor die Mädchen in der Schule, leitet sie Tempel oder leitet sie, vielleicht nennt sie es kein Tempel, kleine Kreise vor den Frauen und in der letzten Mal, dass sie es gemacht hat, haben die Mädchen gesagt, das war das Beste, was wir das Jahr gemacht haben.
so ein Bedarf und natürlich auch eine Kunst, um das anzuleiten, dass es passend ist für die Altersgruppe. Okay, zurück zum Neunmonatsprogramm. Durga, wir gehen wieder nach Hause, wir praktizieren mit Durga und dann kommen wir wieder zusammen ins letzte Modul und das Modul praktizieren wir mit Saraswati. Und Saraswati ist die Göttin der Kunst, der Intelligenz, die Göttin der Musik. Sie hat den Wiener dabei. Und da geht es darum, an Kreativität nicht zu vergessen. Und da geht es darum, dass wir schauen, okay, jetzt haben wir unsere Kraft und wir wissen, wovor wir hier sind. Und wir haben ein großes Ja zu uns. Und was sind mein Geschenke an die Welt? Wo ist meine Kreativität? Was möchte ich geben? Manchmal verlieren wir uns ins Funktionieren und, oder haben Kinder oder. Und hey, was ist? Und auch zu sehen, was schenke ich schon an die Welt? Meine, wir hatten gestern Muttertag. Es ist ein großer kreativer Akt, um Kinder auf die Welt zu setzen. Und zu geboren ist wie eine Initiation und in die Weiblichkeit. Und dann Mutter zu sein, ist eine unglaubliche Kreativität, eine Erfindigkeit und Liebe und Schönheit. Das ist auch das, und auch was man schon in seinem Beruf macht, auch erstmal so anzuerkennen, welche Fähigkeiten und Qualitäten habe ich schon. Und zu sehen, was möchte sich noch weiter in mir entwickeln oder wie möchte es sich noch, oder auch mal zu zeigen. Wir haben dann auch ein Podium, wo in jeder sich zeigt, wenn sie mag, auf alle mögliche Weise. Und dann finden wir einen Abschluss und wir fangen an in August und das letzte Wochenende ist im März-Modul, aber dann kommen wir in April noch einmal zusammen. Damit ist die 9 Monate rund in ein Online-Tempel, um nochmal zu schauen, okay, das letzte Modul auch integriert, das 9-Monats-Programm abgeschlossen. Außerdem ist dann der Abschied nicht so krass ins vierte Modul, weil wir sehen uns dann noch einmal im Online-Tempel und natürlich in der Telegram-Gruppe und auch mit meinen Praktisch-Schwestern. Das geht dann weiter bis April. Und dann haben wir die Frau in uns gebärt, die wir gebären wollen. Ich glaube, ich habe jetzt genug geredet, vor allem auch, weil wir die Zeit auch ehren möchten. Ich würde das Team einladen, um zu erzählen ein paar Beispiele oder einfach zu erzählen, wie es für euch war und was es euch geschenkt hat oder gegeben hat ins Neumonatsprogramm. Mara ist schon lange bei und Mara, magst du anfangen und etwas sagen über, ich werde dich mal dazu schalten. Ja, du hast es gut gemacht. Ja, wie du schon angedeutet hast, ich bin schon ziemlich lang bei Awakening Woman. 2012 war ich das erste Mal im Tempeltraining und anschließend dann im 9-Monats-Programm. Und es war einfach für mich lebensverändernd. Und ich konnte, das 9-Monats-Programm war für mich der Beginn für neues weibliches Erleben. So wie ich es vorher eigentlich nie, ich hatte immer so das Bedürfnis danach, was gibt es denn noch mehr? Das muss Frau sein, muss noch mehr sein, wie das, was ich bisher gelebt habe. Und im 9-Monats-Programm konnte ich das erfahren und kann es immer noch erfahren. Und mittlerweile begleite ich dich, Yashodhara, jetzt schon das vierte Mal. Dann habe ich mittlerweile 5 9-Monats-Programme hinter mir. Ich finde es jedes Mal so wunderschön, die Veränderungen der Frauen zu sehen. Wenn man im Kreis sitzt, wie die Schönheiten, wie sie anfangen zu strahlen, wie das dann am Schluss einfach, das auch zu merken, dass ich nicht alleine bin mit meiner Lebensveränderung. Und ja, so im Kreis von Frauen gehalten, aufgefangen, gefördert, unterstützt und geliebt zu werden, war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und die Freundschaften, die da entstanden sind, die Schwesterschaften, die zu meinen Praxisschwestern und
sind immer noch da. Und das ist einfach Österreich, Schweiz, ganz Deutschland und also für mich eine unglaubliche Bereicherung. Und danke, Yashoda, dass ich dich begleiten darf. Ja. Vielen Dank, Mara. Mara ist wie die Mama. Sowohl von Team als auch von allen Teilnehmerinnen. Mit so viel Liebe ist sie immer da. Das ist ein großes Geschenk. Danke, Mara. Auch mit allen Erfahrungen jetzt, die du inzwischen gesammelt hast und gewachsen bist. Unglaublich. Ja, und dann werde ich weiter einladen, Helene. Ja, wo fange ich denn an? Ich habe, ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da war ich über Silvester, da war ich beim Retreat und da habe ich zum ersten Mal so ganz stark so in mir gespürt, wow, ich habe so eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht in meinem Herzen und nach einer spirituellen Praxis und alles, was ich bisher kennengelernt hatte, das war das nicht, was ich gesucht habe. Und ich weiß noch, bei diesem Retreat, da haben wir über die Zeit, wo es dann in das neue Jahr ging, da haben wir das Gayatri-Mantra gestandet und das kannte ich nicht. Und diese Sehnsucht, die war aber so groß und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Sehnsucht so groß ist, dass die so wehtut im Herzen, ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich gedacht, ich singe jetzt einfach das Gayatri-Mantra weiter. Und dann habe ich jeden Tag gesungen, morgens, abends, vor der Arbeit, nach der Arbeit, beim Fahrradfahren, beim Putzen, beim Kochen, bei wie auch immer. Ich habe immer dieses Gayatri-Mantra gesungen und diese Sehnsucht und dieses Gayatri-Mantra haben mich zur Awakening Woman geführt und auch da geführt, warum ich heute Abend hier bin. Und Awakening Woman, die ersten Kontakte, das war für mich wie so ein Nachhausekommen. Das war das, wonach ich mich gesehnt habe und wo ich schon immer hin wollte. Und als ich angefangen habe, war das auch ein Ort, wo ich das Gefühl hatte, ich war auch gar nicht weg, ich war immer da gewesen. Und das 9-Monats-Programm ist nochmal, da war das auch dieser Ruf in mir, da muss ich mitmachen, da will ich dabei sein. Und wenn man dem Ruf folgt, dann ist auch alles einfach, dann ist die Zeit da, dann ist das Geld da, dann passt immer alles. Und in diesem 9-Monats-Programm, glaube ich, war die größte Erkenntnis, war, das war so eine intime Beziehung mit mir selbst. Ja, das war wirklich dieses, einfach festzustellen, dass ich der einzige Mensch, mit dem ich so viel Zeit verbringe, das bin ich. Und auch dieser, dass mein Körper mein Tempel ist und ich habe nur diesen einen Körper und ich habe keinen, wir sagen immer, wir haben keinen Planet B, ich habe auch keinen Körper B. Und es war dann wirklich in diese Praxis einzutauchen mit all den anderen Frauen, mit all den anderen Schwestern und es ist einfach dieser Raum, wo wir so sicher sind und wo wir gehalten sind und wo wir leise sein können und laut und wild und wo wir lachen können, wo wir weinen können, wo wir reden können, wo wir nicht reden müssen, ja, wo egal was sich in diesem Raum zeigt, das ist einfach willkommen, ja, und ich brauche nur, wenn ich Zweifel habe, dann brauche ich nur eine Schwester anzugucken und dann sehe ich in ihre Augen, ist okay, das ist okay, so wie du bist, ja, und so. Die größte Veränderung war wirklich diese Zeremonie. Ich habe gedacht, okay, ich heirate mich selbst, schauen wir mal, ja. Aber das war wirklich so was Tiefgreifendes, so dieses Ja zu mir selbst zu sagen, ja. Und dann sind die Schwestern da und das war so ein schöner Rahmen und das war so ein schöner Moment und das war so was Bedeutendes. Das hat wirklich meinen weiteren Weg verändert. Das ist wirklich. Es gibt ein Davor und es gibt ein Danach, vor diesem 26. September 2022. Und auch auf der körperlichen Ebene, ich habe in diesen 9 Monate 10 Kilo abgenommen, aber gar nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich gemerkt habe, oh, egal, was ich meinem Körper jetzt zuführe oder was ich esse, ja, das ist ja mein Tempel und da soll ich vielleicht nicht so viel Kuchen und so viel Süßigkeiten essen, sondern vielleicht mehr gesunde Sachen. Also es war so eine tiefgreifende Veränderung auf allen Ebenen. Und das Schöne ist, ich sage immer,
vor dem Tempel ist nach dem Tempel, weil das hört ja nie auf, das geht ja weiter und wir verweben uns und wir treffen uns. Und wenn ich eine Yogini-Schwester treffe, dann ist das so schön, weil dann ist dieses, da ist dieses Manifesto, das ist da, das ist alles klar, wir wissen schon, das sind die, so gehen wir miteinander um und es ist so entspannt. Ja, das ist einfach was Schönes, ja. Und ich bin so, so dankbar, ja, für die Reise bis heute und bin so dankbar, dass die Reise nicht aufhört, dass es immer weitergeht und immer weitergeht und genau. Und habe ich, glaube meine Redezeit erfüllt. Genau. Das war so die Kurzfassung von meinem 9-Monats-Programm. Danke euch. Danke, Sabine. Helene. Danke. Danke. Nicole. Ja, es ist total schön, dir gerade nochmal zuzuhören, Helene, weil da auch bei mir ganz viele Erinnerungen gleich hochkommen an das 9-Monats-Programm. Wir haben ja gleichzeitig das 9-Monats-Programm gemacht. Und bei mir war es so, dass ich Awakening Woman bei der Yashodhara schon 2016 oder so kennengelernt hatte in einem Tempeltraining und dann auch die Masterclass für die Tempelmamas. Und mich hat damals einfach sehr fasziniert auch, dass so durch ganz einfache Übungen und die Magie, die in einem Kreis entsteht, wenn Frauen zusammen praktizieren und jeder für sich selbst Verantwortung übernimmt, was da entsteht und wie leicht und wie tief man da einfach gehen kann. Und da hatte ich schon sehr berührende und sehr liebevolle Momente einfach mit mir selbst in der Begegnung. Und hatte aber zu den Göttinnen überhaupt keinen Bezug bis dahin. Ja, also ich habe immer gedacht, das ist eine tolle Arbeit, aber mit den Göttinnen habe ich irgendwie nichts am Hut. Oder da möchte ich irgendwann mal noch mehr erfahren, aber ich kann da noch nicht so viel mit anfangen. Und dann war es total schön. Ich habe immer so 1-2 Jahre dazwischen gehabt, weil mein Leben irgendwie so wild und anstrengend war. Und dann bin ich, bevor das 9-Monats-Programm angefangen hat, zu Lakshmi. Und das war schon sehr schwierig für mich, auch eine Herausforderung, da teilzunehmen, überhaupt da mal hinzukommen, das Geld zu haben und so weiter. Und das war aber der Ruf, der mich erreicht hat, weil da ist mir so sehr klar geworden, dass diese Göttinnen eben wirklich Aspekte von mir selbst sind. Und ich weiß noch, in einem Abschlussfeedback oder sowas hatte ich dann auch gesagt, ich war jetzt irgendwie dieses Wochenende so mit Lakshmi in Kontakt, in Verbindung, dass ich meine Durga vergessen hatte, mein Tigerkissen, das ich mitgebracht hatte. Ja. Und dass mir bewusst wird, dass ich ja gar nicht nur Lakshmi bin. Das ist, was heißt da nur? Allein Lakshmi ist ja schon so viel, ja. Aber dass es da ja noch Durga und Saraswati und Aphrodite und wen noch alles für Göttinnen gibt. Und dass diese ganzen Aspekte, diese ganzen Facetten, meine Facetten sind, die so arg weggepackt wurden und ich mich so eingeengt in irgendeinem Karton sitzen gesessen bin in meinem Leben, wo alles so eng und anstrengend war und ich einfach mich bei Lakshmi dann auch entschieden habe, das 9-Monats-Programm zu machen, weil ich einfach diese Göttinnen als meine eigenen Aspekte entfalten wollte. Ich wollte die entdecken, ich wollte die erleben, ich wollte die auspacken. Das war meine Absicht, ins 9-Monats-Programm zu starten. Und was ich auch wollte, dass ich mein Alltag nicht so getrennt ist von meiner Spiritualität. Also ich hatte damals immer noch Angst, ein bisschen auch so beruflich oder überhaupt mich so zu outen, dass ich spirituell bin, ja, oder dass ich das irgendwie noch mehr einfließen lassen möchte, auch in meine Arbeit und so. Und ja, getrennt voneinander war es.
Und im 9-Monats-Programm ist dann einfach genau das passiert, dass ich immer wieder mit einem Aspekt der Göttin oder mit einem Aspekt von mir gearbeitet habe und wirklich gefühlt wie so eine Lotusblüte, immer mehr ein Blatt hat sich immer mehr entfaltet, meine Persönlichkeit entfaltet. Und ich habe wirklich auch in diesen 9 Monaten eine unglaubliche Veränderung und Transformation, aber auch eine Bestärkung in dem, wer ich bin, was ich kann, auch sein darf. Ja, also auch die Erlaubnis zu haben, zu leuchten, groß zu sein, Spaß zu haben, mich zu freuen und das Leben zu genießen. Und das Schöne ist, dass ich es mir nicht vorgenommen habe, so sein zu wollen, sondern es kam von innen raus, durch die Praxis, durch das Ganze. Und nach dem 9-Monats-Programm war einfach auf einmal die Spiritualität nicht mehr getrennt von mir, sondern ich war sie. Ich bin diese Göttin. Ja? Und das ist so schön. Also es ist wirklich, es wird ja auch manchmal gesagt, so dieses Verkörpern. Die weibliche Spiritualität geht nicht darum, sich zu vergeistigen, sondern zu verkörpern, im Körper die Dinge zu leben. Diese ganzen wundervollen Aspekte von Hingabe und Liebe und Mitgefühl, sie zu verkörpern. Und das ist wirklich was, wo bei mir passiert ist. Ja, also das kann ich wirklich, ja, ist so ein großer, noch mehr als ich erwartet hätte, ja, was ich da erleben durfte, ja. Oh. Ja. Gemma. Dankeschön. Ja. Ja, es ist inzwischen 8:30. Wenn du gehen musst, dann wir werden noch ein Momentchen weitermachen, weil wir haben noch Angie und wir haben auch noch Sabine hier, die auch bei uns ist, nicht im Team ist, mal das 9-Monats-Programm, was auch sagen möchte von ihrer Erfahrung. So, aber ich bin mir bewusst, dass wenn ihr andere Termine habt, ja, für euch frei. Aber wir machen noch ein bisschen weiter. Angie, magst du erzählen? Ja, also für mich das Beeindruckendste beim 9-Monats-Programm war wirklich die Veränderung, die in meinem Leben stattgefunden hat. Ich war einfach erschöpft als alleinerziehende Mutter und irgendwie, ich habe immer so Anspannung in mir gefühlt und war in einer unglücklichen Beziehung und irgendwie immer so im Mangel, was schon so ein Lebensmuster von mir war, dass ich immer so dieses nicht gut genug sein im Mangel bin und es war immer schon so ein Traum von mir, in die Fülle zu kommen. Und ich habe schon so viel an mir gearbeitet und so viele Kurse gemacht und Seminare und so. Und ja, und beim 9-Monats-Programm ist es dann plötzlich so unaufgeregt und unauffällig passiert, dass sich alle Lebensbereiche total zum Positiven verändert haben. Und ich habe mir immer gedacht so, ja, was machen wir da eigentlich? Wir machen da ja eigentlich gar nichts. Das ist ja alles irgendwie so, ich bin immer so das männliche, die männliche Herangehensweise mit an die Grenzen gehen alles so intensiv zu machen oder so. Und das, da ist es, die ganzen Übungen, die man macht und der ganze Raum, der ist so sanft und du kannst, man kann sich hinlegen, wenn man nicht mitmachen will, wenn man gerade keine Energie hat oder gerade irgendwas mit einem los ist. Also es ist überhaupt kein Muss. Man kann so sein, wie man ist. Man kann mit niemandem reden, traurig sein, weinen, schreien. Also es ist einfach für alles Raum da. Und und ich glaube, die ganzen Übungen haben dann irgendwie mich von innen heraus irgendwie verändert
so dass jetzt, ja, jetzt ist da seit 3 Monaten mein Traummann an meiner Seite. Mit den Kindern ist es entspannter, ich habe mehr Energie, ich habe echt das Gefühl, dass ich zum ersten Mal wirklich längerfristig jetzt in der Fülle bin und nicht mehr in diesem Mangeldasein und ja, Mangelmuster. Und ja, das ist, deswegen habe ich mir jetzt zur Assistenz angemeldet, weil ich einfach total geflasht bin, wie das jetzt wirklich, was sie da jetzt alles wirklich getan hat in meinem Leben. Und da möchte ich weitermachen und auch andere dabei unterstützen, auch den Weg zu gehen. Genau. Danke, Angie. Und das Schöne ist auch, was ihr seht, der Angie ist noch eine ganz junge Frau und wir sind auch ältere Frauen. Es ist eigentlich die ganze Bandbreite ist, hat Platz im Kreis. Es ist, wir nennen es oft einen zeitlosen Kreis, aber es ist auch ein alterloser Kreis oder ein alterreicher Kreis, kann man auch sagen. Es ist Platz für und es ist natürlich auch schön, also so ein Jüngere und Ältere und dazwischen und Mutters und arbeitende Frauen und alles. Ja, die Diversität macht es reich auch. Ja, danke Angie. Und dann wollen wir noch Sabine gerne. Moment. Ich glaube, jetzt bin ich zu hören, ja? Oh, also in mir ist so viel Freude und so viel Sehnsucht wird wach, wenn ich euch so zuhöre, wenn ich euch alle sehe, weil ich war ja im gleichen 9-Monats-Programm wie die 4, die jetzt assistieren werden. Und genau. Für mich war das so ein Schmelzen. Ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich erlaube mir Dinge, die ich mir früher niemals erlaubt hätte. Und für mich ist dieses große Mysterium ist eigentlich der Kreis an sich, dass der Kreis die Lehrerin ist und der Kreis so viel Kraft und so viel Geborgenheit und so viel Weisheit und so viel alterslose Freude und Angebundensein in sich birgt. Das war für mich wirklich eine absolute, war was Neues, das war eine Erkenntnis, die sehr, sehr, sehr viel tiefer ist als das, was ich jetzt hier in Worte fassen kann. Ich habe mit allen Göttinnen gerne praktiziert. Meine große und heilsamste Lehrmeisterin ist Aphrodite. Ich habe wirklich, ich gehe seit Anfang des 9-Monats-Programms einen neuen Weg, was meine Sexualität anbelangt. Das ist alles sehr, sehr langsam und kleine Schritte und es darf alles genau so sein und da hat sich wahnsinnig viel getan und das ist einfach, das ist großartig und das ist ein solches Geschenk gewesen. Und die zweite, das ist fast ein bisschen lustig, also die zweite wirklich große Offenbarung war Saraswati, weil ich mir, also meiner Kreativität irgendwie nie so bewusst war, also ich arbeite mit Sprache und ich arbeite mit Worten und das ist, was ich liebe, aber mir war nie klar, dass das ein Geschenk ist und dass ich mich da jederzeit dran anbinden kann und auch das hat zu so vielen Veränderungen geführt, dass ich wirklich diesen unfassbaren Luxus habe, immer mehr das zu tun, was ich wirklich liebe und immer mehr reinwachsen zu dürfen in das, was ich wirklich gerne tue und also das ist ein solches Geschenk und dieser Kreis und also wie Yashodhara, wie du das auch leitest und dich in den Dienst stellst und mitgehst mit den Bedürfnissen der Frauen und mit der Dynamik des Kreises, also meine tiefste Verehrung. Und auch dieser, also wenn ich jetzt meine Schwestern wieder sehe, gerade mit denen ich hier 9 Monate praktiziert habe und Nicole und ich, wir sind Praxisschwestern und wir praktizieren immer noch regelmäßig alle 2 Wochen. Und es ist so schön, auch Nicole, dich wachsen zu sehen. Und also ich bin echt auf Knien, wenn ich mir das alles so anschaue. Und ich melde mich hiermit schon mal
zumindest für Sommerretreat an, weil ich muss euch echt alle dringend wiedersehen. Genau, also vielen Dank für diese großartige Möglichkeit zu wachsen und zu reifen und das in meinem Tempo und das auch in meiner Sanftheit. Und kämpfen ist echt vorbei. Das ist wirklich, diesen Quatsch machen wir nicht mehr. Ach, tief empfangen und vielen Dank, liebe Sabine. So schön. Ja, so rest uns noch zu fragen, ob da noch Fragen sind, die ihr, ob ihr Fragen habt betreffend das Neumonatsprogramm oder Bedenken oder Anmerkungen oder was auch immer. Ihr könnt in den Chat schreiben, ihr könnt auch sprechen, wir werden euch nicht spotlighten. Muss zurück mal eine Spotlight. So. Ja, maar wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr bei Reaktionen Hand hoch tun, dann können wir die Mikrofon freischalten. Und ihr könnt auch einfach in den Chat schreiben. Vielleicht habt ihr auch keine Fragen. Oder wenn ihr morgen noch eine Frage habt, ihr könnt natürlich jederzeit auch an uns schreiben. Mara hat schon in den Chat reingetan, der Link zu Awakening Woman Neue Monatsprogramm. Die Webseite ist www.komdinea.de. Ihr könnt auch da terechtkommen über Awakening Woman Kalender. Und da ist auch ein E-Mail-Adresse oder da könnt ihr auch jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen und uns Fragen stellen oder mich auch anrufen oder was auch immer du brauchst, um einen Schritt zu setzen oder um zu denken, ja, soll ich nicht, will ich nicht, was auch immer. So, ja. Ich werde mal ein kleines Musik anmachen und ihr noch ein bisschen, wir warten vielleicht noch erst einen Moment, ob da vielleicht noch eine Frage ist und eine Frage kommt. Ja, vielleicht waren wir so klar, dass es keine Fragen mehr gibt. Ah, da. Okay. Wenn da keine Fragen mehr sind, ich werde jetzt eine kleine Musik spielen und wir sind noch hier. So, wenn du Fragen hast, kannst du immer noch in die Chat schreiben. Und dann können wir auch hiermit es beenden, als jemand gehen möchte. Kann es auch noch einen Moment bleiben. Ja, ich spiele einfach mal ein Musik. Ich wollte euch eigentlich auch noch das Seminarhaus, wir sind im Seminarhaus Jonathan. Ich habe schöne Fotos. Vielleicht, und ich weiß nicht, ob ich das zu Gleichzeit kann, anders würde ich die beiden noch zeigen. Fotos von Jonathan. Da findet das Retreat statt oder das Neumonatsprogramm statt. Aber jetzt erstmal Musik und dann schaue ich mal, ob ich Bilder auch noch zur Gleichzeit machen kann. Das muss ich sehen. Dann machen wir das so. Dann schaue ich mal, kann ich da noch Musik dabei machen? Das weiß ich nicht. Noch einmal anders. Ah, ich glaube, ich habe Musik.
Jetzt erinnere ich mich, ich wollte euch Musik hören lassen von einem Kreis. Wir haben viel gesungen im Kreis und es ist schön, ich habe um euch von uns singen, von letzten Sommer, werde ich euch hören lassen. Das ist hier. Tu re so.
Das war Singen im Kreis. Sind wir am Ende gekommen von unserem Webinar, Tempel-Webinar, Neumonatsprogramm-Webinar. Danke, dass ihr da wart. Und ihr könnt, wenn ihr sehen wollt, wo wir das Neumonatsprogramm stattfindet, dann könnt ihr sowohl auf der Webseite als auch bei Seminarhotel Jonathan schauen. Dann könnt ihr auch Bilder finden von das Seminarhaus. Ja, alles Gute, alles Segen, alle Liebe für jede von euch. Und wer weiß, sind wir die eine oder die andere. Oh, ein Anschie mit den Kindern. Danke, danke auch am Team für eure Zeit und eure Teilen. Und Sabine ist schon gegangen. Alles Liebe.